Ja, sind wir da. Wir hatten es geschrieben, kein Ton, Amerigo, ich danke dir. Bin ein Hausmutter, Ton aus. Nein, Weltklasse. Na, dann kann ich das nochmal sagen, du. Herzlich willkommen zum MotoGP-Tratsch. Und dann habe ich mehr oder weniger das noch von Bernd Roh, das habe ich noch gelesen mit der Superbike-WM. Ich habe mich wirklich fokussiert auf dieses MotoGP-Superbike-WM. Ich habe gelesen, dass der Toprak mit der BMW einen Lauf gewonnen hat, was wirklich großartig ist. Ich weiß allerdings nicht, ob es ein Sprint war oder ein normales Rennen. Aber das ist schlicht großartig, nur nachdem das so eine Parallelveranstaltung war, also wenn Superbike WM und MotoGP am gleichen Wochenende haben, na, das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist, da kannibalisiert man sie. Und nachdem wir jetzt aber diese beiden Rennserien eh unter der Dorna sein, wundert mich das, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, so war's. Wie gesagt, ich habe mich auf das MotoGP konzentriert. Und da war gestern schon ein wirklich arges Sprintrennen. Einerseits mit Maverick Vinales, deswegen habe ich ja das Time-Attack-Kapperl auf. Der hat wirklich, glaube ich, sein erstes Rennen für Aprilia gewonnen. Großartig, wirklich großartig. Und er ist auch super gefahren. Also er hat jetzt offensichtlich endlich dieses Potenzial gezeigt, das eh schon viele gesagt haben, dass es in ihm steckt. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Aber der hat an dem Wochenende bewiesen, dass er ganz vorn dabei ist und dass er wirklich momentan das heißeste Eisen von Aprilia ist. Allerdings war das dann heute im Hauptrennen, das war ein echtes Drama, weil der war super unterwegs. Wäre normal mindestens Zweiter geworden, aber hat dort in der letzten Runde hat einfach irgend so ein irgendein mechanisches Teil, also wahrscheinlich war es eh dieses Ride-Height-Device, das hat gesponnen und das hat ihn dann ganz normal abgeworfen. Also zuerst hat es immer mal verhindert, dass er diese Kurven normal nimmt nach dem Anbremsen und dann ist er eh schon weit gegangen und dann hat es hinten blockiert und hat ihn einfach aus dem Sattel gespeckt und das ist natürlich schon eine Niederlage. Aber er ist dort, glaube ich, also so was ich so mitgekriegt habe, die Interviews nachher habe ich nicht gesehen, aber so bei den Bildern, na, der war jetzt nicht irgendwie, dass er wahnsinnig auf diese Maschine geflucht hätte, nein, das hat er nicht gemacht, aber hat angegriffen die Aprilia, nein, das dürfte wirklich gewesen sein mit dem Ride-Height-Device was. Das dürfte eingesackt sein, obwohl es nicht einsacken hätte dürfen. Na, und dann, was der, wenn das du da einen kurzen Widerstand gibt, da ist irgendwas gewesen mit der hinteren Aufhängung. Ja, finde ich auch. Das war wirklich schade und. Ja. Und weil ich jetzt da gerade lese, haben eh wahrscheinlich sehr, sehr viele geschrieben, aber der Giacomo Jacob, den habe ich jetzt halt gelesen. Pedro hat alle in den Schatten gestellt. Das stimmt natürlich. Der Pedro Acosta war Man of the Race. Das war wirklich ein Wahnsinn. Und bei dem Pedro Acosta, ich meine, er ist jetzt zum Glück ist er Dritter geworden. Das wäre nicht unbedingt der Fall gewesen, wenn sie die Vorderen nicht ausradieren. Aber was bei dem Pedro Acosta halt ganz, ganz wahnsinnig toll war, habe ich gefunden, der ist nicht so aufgefadelt gefahren wie die anderen. Weil das ist ja in der MotoGP momentan eine echte Krankheit, dass man dort so mit 20, 30 Meter Abstand hintereinander hinrollt, weil sonst, wenn man zu knapp auffährt, angeblich dieser Vorderreifen zu wenig Kühlluft kriegt und zu warm wird und aus dem Temperaturfenster aussackt. Und der Pedro Acosta, der ganz normal drauf kustet, der ist dem Bastia, dem Bagnaia hinten reingekrochen, scheißegal. Der ist so gefahren, wie man halt früher das bei diesen Motorradlrennen gewohnt war. Die fahren einfach irrsinnig knapp hinten auf und irgendwann fahren sie raus aus dem Windschatten oder irgendwann nehmen sie eine andere Linie am Kurveneingang und fressen den dann. Aber die meiste Situation ist die, dass die aufgefadelt wie auf einer Perlenschnur mit einem ordentlichen Abstand hintereinander nachfahren. Und erst wenn sie dann wirklich bereit sind, eine Attacke zu setzen, na, dann fahren sie knapper hinten auf, weil sonst eben angeblich der Vorderreifen zu warm wird und dem Acosta ist es einfach scheißegal gewesen.
Und das, da habe ich mir so ein bisschen an den Gustl Allinger denken, weil er mir erzählt hat, wie er angefangen hat, Rennen zu fahren, gibt es natürlich irrsinnig viel ältere, erfahrene, die dir dann sagen, na, das musst du so und so machen. Und wenn du aber so ein richtiger Rennfahrer bist, so ein Junger, denkst du ganz normal, na, Alter, leg mir am Arsch, ich mach das genauso, wie ich will. Ich weiß das schon, wie ich das will und wie ich das mache. Und bei dem Akkus ist mir das auch so vorgekommen. Das ist ihm wurscht gewesen. Na, der hat dort eingehalten, was zum Einhalten war. Und offensichtlich hat es dem Vorderraffen von Marcos dann nicht geschadet. Also, weil der ist wirklich immer hinten drauf gewesen, hat eine echte Show abgeliefert für uns Zuschauer. Weil das willst du ja sehen, dass einer wirklich knapp hinten drauf druckt und wie er ihn dann endlich überholt gehabt hat, den Bagnaia, na dann war er eh gleich 1, 2 Sekunden vorn. Also der hat sich dann sofort abgesetzt, obwohl er ja angeblich den Vorderraffen nicht so gut kühlen hat können, weil er keinen Abstand lassen hat. Also der Acosta, ein ganz, ganz großartig. Und für einen Acosta ist natürlich jetzt unter Anführungszeichen super, dass vom Vinales die Reim eingegangen ist, weil dadurch ist er halt aufs Podium gekommen. Und so ein Podium, na, das ist sicher. Ja, das hat er sich auch verdient, hat er sich wirklich verdient, weil er einfach ganz, ganz mörderisch gefahren. Ja. Ja, genau, Stefan Heinrich. Alle sagen, das geht nicht. Dann kam Acosta, der wusste das nicht und machte sein Ding. Ja, du, sie wäre, möglicherweise haben sie es ihm eh gesagt, aber der hat sich einfach gedacht, na, warum? Das ist ja, irrsinnig hungrig, der will jetzt genau so fahren. Und ich meine, das mit dem Windschatten und hinten reinkriechen und den anderen nervös machen, na, das ist das normale Rennfahren. Und offensichtlich halten es dann die Raffen doch eh aus. Ja. Gut, jetzt schauen wir eine ganz kurz, die Sprintrennen, das habe ich zuerst gesehen. Da hat es mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass der Marquez wirklich Zweiter geworden ist. Das habe ich ganz, ganz großartig gefunden. Das war überhaupt, also dort gewinnt Aprilia mit Vinales. Hinten ist der Marc Marquez als Zweiter, Jorge Martin Dritter, Francesco Bagnaia Vierter. Und da hast du halt gesehen, da war die Marquez Ducati, die Gresini Ducati, das war die beste Ducati. Das war natürlich ein Wahnsinn und das war sicher ein Weckruf für die Ducatisti, das war sicher ernst. Ja, und der Jack Miller, über den wir so herzogen sein, jetzt wo wir schon gedacht haben, na, Alter, ich weiß auch nicht, was ist mit dem Jack Miller. Na, der hat an dem Wochenende fest aufgesagt und ist dort beste KTM gewesen, Fünfter. Vorne Enea Bastianini und der Pedro Acosta ist schon Siebter gewesen. Also es war eh großartig. Dann der Aleix Espargaró, der Fabio Quartararo mit der Yamaha, das ist eher Wahnsinn. Der bringt eh was zusammen. Der bringt was zusammen. Jetzt natürlich nicht das, was ihm zustehen würde. Also wenn der auf einer konkurrenzfähigen Reim sitzen würde, wäre der auch ganz vorn dabei, hundertprozentig. Aber der sitzt halt nicht auf einer konkurrenzfähigen Reim. Aber er sitzt da nicht auf der schlechtesten Reim. Die schlechteste Reim momentan ist die Honda. Das ist, ich tue mir sogar schwer beim Aussprechen, aber es ist einfach die Wahrheit. Also heute beim echten Rennen, die letzten 4 Plätze, also diese letzten 4 Motorradeln, die gefahren sind, waren die 4 Hondas. Das musst du dir mal vorstellen. Alle 4 Hondas am Schluss des Feldes. Und wie der Marquez dann mit dem Bagnaia, wie die sie dann, das können wir eh noch kurz besprechen, wie die dann sie beide ausradiert haben, ist ja der Marquez wieder aufgestiegen, also hat müssen die Maschine anrennen, ist wieder aufgestiegen. Na, der ist dann trotzdem nicht letzter gewesen. Nein, der war, glaube ich, vor 200. Mit einem Sturz und Maschine anrennen. Also, das ist natürlich schon. Das ist echt brutal. Ja, und der Bernd, schau, was? 100 Euro? Mr. G-Point. Bist du narr? Alter, der Beko hat aber einen Ungustel zusammengerissen, da legst du ihn nieder. Mr. G-Point, ich danke dir für die 100 Euro.
Und das mit dem Beko, dass der einen Ungustel zusammengerissen hat, das, wie soll ich das sagen? Meiner Meinung nach ist es so gewesen, dass der Marquez jetzt auf der Ducati dort so gut zurechtkommt. Für die meisten war es erwartungsgemäß, für diese angestammten Ducati-Fahrer ist es natürlich eine Katastrophe. Das muss eine Katastrophe sein. Der Bagnaia ist zweifacher Weltmeister, will heuer seinen Titel verteidigen. Ja, und jetzt will er natürlich nicht, dass der Marquez mit dem schlechten Material, dass ihm der über die Hörner fährt. Das will er nicht. Das ist irgendwie klar. Da geht es sicher so um so Ranglereien, um Rangordnung. Und die Aktion war natürlich nicht super. Das ist eh klar. Aber. No, der hat halt geschaut, dass er da wieder zurück reinfährt. Und im Endeffekt geht es einfach darum, glaube ich, das glaube ich, na, die müssen jetzt einmal, die müssen das abstecken, wer da jetzt der Einser ist. Und bei dem Marquez ist ganz sicher so, na, der gibt nicht nach. Und das muss halt dieser Bagnaia wissen. Und der Marquez weiß jetzt aber auch, dass der Bagnaia im hinten reinfährt, wenn es ernst wird. Und nah abrahmt, aber ich nehme an, nach dieser Aktion wird wird sie, nehme ich an, der Marc Marquez irgendwie überlegener fühlen, weil der ist jetzt in dem Fall nicht der Buhmann, sondern der hat ihn ja geschnupft und ist dann mehr oder weniger von hinten abgerammt worden. Und der Bagnaia, da werden halt ein bisschen die Alarmglocken läuten und er wird wahrscheinlich aus einem leichten Knacks, glaube ich schon, dass er mitnehmen kann aus dieser Aktion. Und ja, im Endeffekt, da geht es wirklich darum, dass diese Gründe absteckst. Wer ist jetzt wirklich der Hansa und wer muss sie vor wem fürchten draußen auf der Strecke? Fürchte. Im Endeffekt, also die Aktion selber, na, das war ein Rennunfall, na, das ist halt leider nicht gut ausgegangen, aber das würde jetzt halt keinem von beiden irgendwie als groben Schnitzer angreifen. Also es würde ich auf keinen Fall machen. Und wo ich mitgekriegt habe, ist da eh nichts in dieser Richtung passiert. Ja. Wow, das glaube ich nicht. Herbert Leibander, normalerweise würde der Intelligentere nachgeben. Das ist dort. Diese Rennfahrerintelligenz, also Intelligenz ist ja immer was ganz Spezifisches. Nicht? Es gibt zum Beispiel irrsinnig gescheite Leute, also echte Genies, na, die haben null soziale Intelligenz. Also Intelligenz musst immer auf den jeweiligen Einsatzzweck münzen und als Rennfahrer, Rennintelligenz, du gibst hundertprozentig nicht nach, weil dann ist ja das auch gemachte Wiesen. Der wartet, also der Rennfahrer, der nachgibt, der ist im nächsten Mal, das ist immer, der hat so ein bisschen dieses Loser-Image. Das hat er. In dieser Situation. Das heißt, wenn die wieder einmal zusammenkommen, weiß der andere ganz genau, na, Alter, der gibt eh nach. Da kann ich jetzt ruhig reinhalten. Und wenn du jetzt einmal so eine Situation gehabt hast, na, jetzt wissen beide eigentlich nicht wirklich, ob der andere nachgibt oder nicht. Nicht? Also beim Marquez wissen es alle, der gibt nicht nach. Und der Bagnaia wollte halt auch offensichtlich jetzt halt nicht nachgeben. Und ich glaube nicht, dass es intelligenter gewesen wäre, da jetzt nachzugeben. Ich meine, es ist ja nicht ausgegangen, sie ist ein paar, die auf der Goschen gelegen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist zu sagen, Alter, mit mir nicht. Ja. Bravo, Bernd Roh. Der Bernd Roh ist zum Beispiel im täglichen Leben, schätze ich den also so ein bisschen ein wie mich, so in der Art, Liebe ist besser als Hass, das hat er glaube ich im Facebook irgendwo draufstehen, so schätze ich ihn ein, aber beim Rennen hat er ganz sicher recht, wer nachgibt, wird gefressen. Das ist so, wenn du da Schwäche zeigst, ja, das war ein Wahnsinn, das hat auch zum Beispiel der Gustl Auinger. Seine Rennfahrerkarriere ist lang vorbei, aber diese wesentlichen Punkte, die hat er alle wirklich super beschrieben. Der hat gesagt, wenn du eine Schwäche hast, irgendeine Wunde, und du zeigst denen, dann kannst du ganz sicher sein, dass da alle Salz reinstreuen.
Das Rennfahren ist ein bisschen was anderes wie halt dieser Alltag. Ist wirklich anders. Ja, und da brauchst du auch andere Intelligenz, ja. Ja. Okay, der Mr. G-Point sagt, aber schaut für ein Vinales, anscheinend hat es Getriebe versagt. Okay. Nein, es Getriebe, das wäre auch noch für sich dann auch logisch, dass du dann so einen Blockierer gibt. Andererseits, er hat ja, jetzt pass auf einmal, er hat aber rechts, also wie auf die Gerade hergefetzt ist, hat er rechts oben geschaut. Da hat er rechts oben geschaut und der Schalthebel ist ja links. Also wenn es irgendwas mit dem Getriebe gehabt hätte, also ich glaube wirklich, es war was mit diesem Right-Height-Device, das haben sie ja oft, öfters das Problem. Und wenn das dann wirklich absagt, dann blockiert auch der Raffen hinten und das reicht ja, wenn das nur ein bisschen blockiert, dass die dann aus dem Sattel hebt. Ja, ja. Der Stefano, ja, hat der Senna schon gesagt, wenn du eine Lücke siehst, musst du reinhalten. Wenn nicht, bist du kein Rennfahrer mehr. Ja, nein, aber wirklich, das muss man bitte mit ein bisschen anderen Maßstaben, da muss man ein bisschen andere Maßstäbe anlegen. Und wie gesagt, ich meine, auch wenn die jetzt im täglichen Umgang und mit so bei den Interviews ganz leibend sind, so wie der Gustl Heuner, das ist ein irrsinnig netter Typ, der ist ja großartig. Aber auf der Rennstrecke, na, das ist anders. Du sitzt ja dort im Sattel, dass du der Schnellste bist. Dass du alle anderen herrichtest, sonst sitzt du dort nicht drauf. Und ja, Slowene Aprilia hat Getriebe gesagt. Ja, das ist halt so, Slowene, der Gatti sagt, das ist auch Gearbox. Okay. Es ist aber nicht immer so, dass diese Teams dann tatsächlich diese echte Ursache preisgeben. Das ist natürlich auch so Stichwort irgendeine Wunde, wo dann gleich Salz eingestreut wird. Also es ist schon oft genug, dass der wahre Grund nicht genannt wird. Aber okay, der offizielle Grund ist, dass das Getriebe was gehabt hat. Ja, ja. Zehnernuss, Beko braucht jeden Punkt beim Marc, nicht so tragisch heuer. Ja, Zehnernuss, das habe ich auch geglaubt, nach dem ersten Rennen, aber nach dem zweiten habe ich es jetzt schon nicht mehr geglaubt. Weil, das hat mir auch der Martin Bauer bei der 1000 PS, bei dem 1000 PS MotoGP-Tag eigentlich wirklich super aufgeschlüsselt, dass er gesagt hat, ja, natürlich schaut er jetzt, dass er das Paket versteht, aber der wird es relativ schnell verstehen und dann fährt er natürlich wieder volle Granate und wenn er das so macht mit den Punkten sammeln, na dann ist er auch heuer schon ein Weltmeisterschaftskandidat und wenn man diese Karriere von Marc Márquez irgendwie mitverfolgt und das ein bisschen eine Ahnung hat, wie der tickt, dann spuckt es sicher im Hinterkopf herum, dass wenn alles super läuft und er die Reiben richtig gut gespielt, dass er alle herrichten kann und dann glaube ich, hat er das mit dem Weltmeistertitel für heuer, das sagt er natürlich offiziell nicht, aber ich glaube schon, dass er das auch im Hinterkopf hat. Und ich meine, okay, heute haben sie halt leider eingeworfen, 0 Punkte, aber an und für sich hat er relativ viele Punkte gesammelt und wenn heute das mit dem Crash nicht passiert, na, dann ist er ganz normal Vierter. Wäre er ganz normal Vierter gewesen und hätte wieder viele Punkte gehabt. Also, weiß ich nicht, für einen Bagnaia ist sicher tragisch, weil das ist der erklärte WM-Favorit und wenn du dann einen Nuller schreibst, na, das ist dann scheiße überhaupt, wenn der Jorge Martin dann das Rennen gewinnt. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie das ausgegangen ist, das Rennen, das habe ich auch vorbereitet. Ja, Jorge Martin, Enea Bastianini und du, das auch ganz sicher so, dass sich der Jorge Martin natürlich unendlich gefreut, dass er vorn Bastianini ist, ganz sicher. Und dann eben der Pedro Acosta, das ist der Shootingstar. Das ist der Shootingstar, nur dazu mit der Gas-Gas-KTM, das ist ganz, ganz leibend. Und der Brad Binder und der Jack Miller, na, die sind schon Vierter und Fünfter. Also, ist eh ein Wahnsinn. Die haben mal ein bisschen einen Abstand gehabt, aber die haben ja auch, also für KTM war das ein großartiges Wochenende. War wirklich super.
Ja, und der Quartararo immerhin Siebter. Marco Bezzecchi war auch vor, bloß war ein bisschen weit hinten. Mehr oder weniger in einer Liga mit Quartararo. Aber der Quartararo als bester Japaner Siebter, was hat der Abstand gehabt? Aber schau, ganz normal 20 Sekunden. Also eigentlich ein wirkliches Trauergespür. Ja, und Juan Mir, Alex Rins, Johann Sarko, das ist alles ein Wahnsinn. Luca Marini finde ich auch ganz schrecklich. Und der Franco Morbidelli, der ist, glaube ich, gestürzt und ist dann weitergefahren. Aber du siehst es eh, der Luca Marini zum Beispiel, na, der fährt ganz normal sein Rennen und der Marc Marquez stürzt, muss die Maschine anlaufen und fährt trotzdem vor dem ins Ziel. Das muss schrecklich sein. Das muss wirklich schrecklich sein. Ja. Na gut. Ja. Ja, der Morbidelli ist ja nicht eh. Der ist gestürzt da, glaube ich. Aber irgendwie der Morbidelli kommt leider auch nicht. Der kommt nicht in die Gänge. Jetzt schauen wir uns noch schnell den WM-Stand an, weil da ist der Jorge Martin jetzt natürlich mit 60 Punkten. Na, der hat schon auf dem Banyaya hat er jetzt schon 23 Punkte Vorsprung. Und der zweite ist ganz normal der Binder. Der Brad Binder, obwohl das dieses Wochenende sicher nicht nach Wunsch gelaufen ist, also im Sprint ist er gestürzt und jetzt, weiß ich ja, ist er Fünfter geworden oder Vierter, ja, aber 42 Punkte, immerhin vorn Bastianini mit 39, der Bagnaia hat 37, der Acosta hat ganz normal 28, also der hat ein super Wochenende abgeliefert und der Marquez ist halt, hat gestern den Sprint, hat er 9 Punkte gekriegt, aber sonst hat er Nuller. Das heißt, ja, auf dem Bagnaia hat er 3 Punkte gut gemacht, aber auf den Jorge Martin hat er ganz normal 23 verloren. Ja, also das ist schon. Und der Miller hat an dem Wochenende immerhin 16 Punkte eingesackt und ist jetzt 9. Ja, na gut, ja. Der Gatti 27 Morbidelli ist noch verletzungsbedingt außer Form. Ja, ich hoffe auch, dass der Morbidelli dann wieder. Ja. Na, Bernd Roth, hast ganz sicher recht, der Pradl könnte auch wieder mitmachen, ist wurscht. Also das ist echt ein Trauergespür und das ist, was der Bernard Hosmotor gesagt hat, na hoffentlich fahren sie weiter überhaupt 2026, 2025, 2026 runter. Weil, ich habe mir das nämlich auch gedacht, du kannst jetzt nicht warten bis 2027, bis das neue Reglement in Kraft tritt, weil na, was, du kannst jetzt nicht 3 Jahre hinten nachfahren als Honda, das gibt's ja nicht. Also das ist eine ganz eigenartige Situation und möglicherweise sieht es wirklich aus. Ich weiß nicht, aber diese Situation, dass diese Hondas alle 4 hinten nachfahren, na, das ist brutal. Und sie haben ja keine schlechten Fahrer. Das ist ja mal gute Fahrer. Also schlimm ist das, wirklich schlimm. Ja. Ja. Naja. Naja. Ja, All My Stuff, eine WM ohne Honda ist unvorstellbar, das stimmt. Das ist für uns alle unvorstellbar, weil man halt, seit wir MotoGP schauen, ich weiß nicht, kommt natürlich aufs Alter drauf an. Aber da war immer, Honda war natürlich ein ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Naja, so. Aber es, ja, ist ein bisschen dramatisch. Ja. Nur die Hubraumreduktion auf 850 Kubik, das ist, glaube ich, da fährt die Eisenbahn drüber, das glaube ich ist fix, ja. 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 Mr. Cheaper, also Honda und Yamaha, wenn die weggehen, dann gute Nacht. Vielleicht erbarmt sich BMW und Kawasaki. Ja, Kawasaki, das ist eh lustig. Die sind in der Superbike-WM, haben es immer groß aufgesagt. Dann haben sie sowieso mit dem Jonathan Rea und auch schon mit Tom Sykes, da waren sie mörderisch, wirklich super. Aber in MotoGP haben die nie was gerissen. Nie was gerissen, es ist irgendwie nicht in die Gänge gekommen. Da haben sie offensichtlich nicht die richtige Struktur gehabt oder nicht die richtigen Leute. Das ist nicht gegangen. Und ja, Honda und Yamaha,
Für uns wäre es natürlich auch Wahnsinn. Andererseits ist wirklich so, na, die füllen jetzt mehr oder weniger nur das Feld auf. Das ist echt wahr. Die haben keine Meter. Und ich verstehe das nicht, weil jetzt haben sie ja doch ein bisschen Zeit gehabt. Ist mir unerklärlich. Möglicherweise kommt dann nächstes Jahr ein bisschen eine Reduktion von dieser Aerodynamik. Aber das mit der Aerodynamik und mit diesen Auswirkungen, da habe ich gefunden, der Acosta hat das heute ein bisschen ad absurdum geführt, weil der ist einfach ganz normal hinter dem Bagnaia nachgefahren, so wie es gehört. Immer hinten drauf pickt, bis er halt endlich gehabt hat. Und so haben früher diese MotoGP-Rennen ausgeschaut. Ne? Volle Kanne hinten drauf, bis er Platz gibt oder irgendeinen kleinen Fehler macht oder was weiß ich, oder eine kleine Lücke offen lässt und dann eine und gehen wir. Ja, und die anderen machen das nicht. Die fahren aufgefadelt und das ist schade. Ja, ja. Ja, das stimmt, die war ein Honda. Muss Rennfahren, hat der Big Boss Herr Honda damals schon fixiert. Ja. Und andererseits ist es aber so, das hat auch der Martin Bauer wirklich super gesagt bei dem Interview. Das ist echt ein guter Gedanke, dass er gesagt hat, ja, aber ich meine, da gibt es halt diese großen Schlachtfälle. Das eine ist Formel 1, da sind sie natürlich mit dem Red Bull Honda wahnsinnig gut. Und da haben sie auch lange geschwächelt, jetzt haben sie halt offensichtlich die volle Kraft dort reingeschoben und haben sie das MotoGP ein bisschen vernachlässigt, aber wenn sie dort jetzt so krank, dann werden sie da schon wieder reinschießen, nehme ich an. Andererseits bei der Superbike WM, na, die Zeiten, wo die Honda da ganz weit vorn war, das war damals der Colin Edwards, bist du deppert, mit der V2, da haben sie eine extra Ducati nachgebaut, einen Ducati-Motor nachgebaut, und V2 90 Grad, haben sie reingehängt in die SP2, war Wahnsinn, und der Colin Edwards ist natürlich gefahren wie ein Henker, das war wirklich toll, weil da das Reglement war, glaube ich, 1000 Kubik haben die V2 haben dürfen und die Vierzylinder 750 Kubik. Und hat Honda gesagt, okay, dann bauen wir ein V2. Ja. Und dann ist es noch gewesen, Denkate Fireblade mit Dosland, da waren sie auch wahnsinnig gut. Nein, dann, ich meine, die sind ja in der Superbike WM, werden sie nur hergefutzt. Ja. Und da fahren sie auch nicht rein mit der Marie und mit dem Know-how, sondern da lassen sie sich halt ein bisschen hauen. Ja, aber hoffentlich im MotoGP nicht. Aber wie gesagt, da können wir uns nur überraschen lassen. Ja. Das glaube ich auch, dass ihnen das wehtut. Das glaube ich auch. Ja. Zinanus, MV August ab 2027 mit dem neuen Reglement in der GP. Seit der Trunkenpolz hören, oder von dem kannst du ausgehen. Wenn KTM das jetzt, haben sie die Mehrheit. Na, ich meine, alle Marken von KTM. Weil Gas ist eine reine Offroad-Marke gewesen, wie es zu KTM gekommen sind. Sind sie natürlich gleich mitgefahren. In der Moto 3. Der Moto 2 und jetzt fahren sie eben in der MotoGP mit und sind mörderisch gut. Mit Pedro Acosta. Und MV Agusta, das hat sowieso eine wahnsinnige Rennhistorie, davon kannst du ausgehen, dass die Rennen fahren werden. Ja, die Frage ist halt, weil die Gas ist eine reine KTM und MV glaube ich nicht, dass das eine reine KTM wird. Andererseits geht es ja in Wirklichkeit bei dem MotoGP geht's ja wirklich nur darum, weil KTM hat ja keinen einzigen V4, die haben ja keinen V4 auf der Straße, die haben ja nur diesen leibenden V2, also da geht es einfach nur darum, dass diese Marke halt eine irrsinnige Strahlkraft hat und wenn die MV dann eine KTM ist, im MotoGP, na, das weiß ich nicht, aber man kann sicher sein, dass die angreifen werden. Ja. Ja. Naja, Zenanus, Ducati ist in der GP ungefähr so wie Österreich im Skisport. Na, jetzt momentan nicht. Momentan, glaube ich, sind wieder die Schweizer weit vorn, oder? Schweizer,
Ja, also da im Skisport glaube ich glaube nicht, dass wir momentan so führend sind. Bist du bei der Bernd Rupay? Red Bull ist Honda 26, also 2026 raus, aber bei Aston Martin fahren sie eine. Bist du deppert, ja. Ja, gut, bin gespannt. Bin ich gespannt. Ja. Ja, der Herbert Leibandt, der sagt das auch, im Skisport ist Österreich nur Zweiter. Herbert Leibandt, du musst das natürlich sehen über die, nicht über ein Jahr, sondern über diese gesamte Skisportentwicklung sind wir natürlich die Nummer 1. Ich meine, momentan halt nicht, aber. Ja, na gut. Ja. Ja. Ja, ich finde es schade, dass Fernandes den Vorzug gegenüber Pol bekommen hat. Pol würde da heuer sicher auch in den Top 10 mitmischen. Vermutlich, das kann ich nicht sagen. Aber das ist, du, da weiß man nicht, was da los ist, aber das ist sicher ganz brutal. Also das, so hart, wie es draußen auf der Strecke zugeht, geht sicher hinter den Kulissen zu, um diese paar Plätze. Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen Motorradrennen fahren auf höchstem Niveau und wie wenig Plätze es gibt in der MotoGP, das ist sicher ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, dass du dann Sattel hast. Ja. Und ich meine, so ein Ausnahmetalent wie der Acosta, der hat natürlich einen. Aber der hat auch müssen ein Jahr länger in der Moto2 sein. Weil an und für sich hätte er letztes Jahr schon die MotoGP sollen, nur da haben sie keinen Sattel gehabt. Ja, gut. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich möchte euch nur ans Herz legen, wer Zeit hat. Oder sonst kann man es ja auch nachschauen. Morgen um 12 Uhr haben wir wieder so einen MotoGP-Talk. In der Mittagspause, in dem Live-Format am 1000 PS-Kanal. 1000 PS. Allerdings sind wir diesmal nicht im Race Lab bei Martin Bauer, sondern wir sind im 1000 PS-Studio. Da macht der Fauli und ich machen ja, so einen Rückblick auf dieses MotoGP-Wochenende in Portimao. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn viele von euch zuschauen. Morgen 12 Uhr, 1000 PS TV. So, und jetzt küsst die Hand. Es war herrlich. Es war wirklich herrlich. Und naja, ich glaube schon, dass das eine mächtige Saison noch wird. Heuer, jawohl. Übertragung beenden.